good game. Thank you, Send Game in Corrugator Crazy Team Game. 16,79 Euro. 16,79 Euro. 16,79 Euro. Und wir haben schon wieder diesen Ladebildschirm. Für 16,79 Euro. €16,79 Wer von euch hat mir das geschenkt? Wer hat dafür 20 Euro raus? Wer war das? Wieso liegen hier 15.000 Waffen rum? Kann ich die alle mitnehmen? Kann ich nicht irgendwie... FOV, vielen Dank. Okay. So gefällt es mir auch schon wesentlich besser. Ich würde gerne einfach... Ah klar, jetzt lag's natürlich. Damit kommt das Spiel nicht klar. Das ist natürlich... Wieso sind hier 15.000 Waffen, die einfach rumliegen? Kannst du nicht mal irgendwie Mühe geben, die vielleicht so ein bisschen passend irgendwie zu verteilen oder so? Wieso steht eigentlich unten links, dass ich eine Pistole habe, wenn ich das ausrüste? Das ist keine Pistole, das sind fucking Zombie-Hände. Warum habe ich Zombie-Hände? Wieso kann ich hier durchgucken? Okay, ich schätze, das Spiel will, dass ich zuerst für alle Zombies hier umlege. Also komm. Du. Ich sehe nicht mal, wie die Pfeile fliegen. Ich kann nicht mal den Bogen spannen. Ich kann einfach nur einmal drücken und dann schießt du automatisch und das war's. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Wo soll ich wohl... Das hier... Ich bin echt ein bisschen traurig. 16,79 €. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, Spiel? Was ist dein Ziel in diesem Moment? Kann ich hier rein? Wow, was ein schönes Haus. Zum Glück bin ich hier reingegangen. Ah, hier geht's weiter. Wie schön. Was gibt's hier? Ein brennendes Auto mit... Das ist toll. Das ist einfach... Das macht mich glücklich. Das ist schön. Das ist... Ist das... Ist die Innenseite von dem Haus... Kann hier jemand verklagen? Ich hoffe übrigens, dass dieses Video euch genauso sehr freut wie der LSD Dream Emulator, den ich eigentlich heute hochladen wollte, aber wo ich jetzt wieder irgendwie 15 Stunden nur so aufgenommen habe. Und da habe ich einfach nichts mehr gefunden, was neu ist. Aber ich werde so definitiv... Warum ist da ein Clown-Zombie? Mach ich mal eine Reichweite. Great. Das ist aber schönes Clipping da hinten. Guck mal. Das Spiel ist nicht auf so eine hohe FOV eingestellt, dass die Sachen immer despawnen, sobald es ein bisschen außerhalb des Sichtbereichs ist. Das ist gut. Top Spieldesign. Bitte mach weiter so. Ach, noch eine andere Info. Ich habe schon im Community-Tab gepostet, aber irgendwie funktioniert das halt gefühlt nie richtig. Ich habe gestern eine Folge Verstörend hochgeladen, die tatsächlich instant ab 18 geschaltet wurde. Das heißt, wenn ich nicht einloggt und einen Account über 18 habe, könnt ihr es nicht mehr sehen. Und das Video wird halt ultra schlecht verteilt. Das heißt, falls ihr eine aktuelle Folge Verstörend sehen wollt, geht auf meinen Kanal, loggt euch ein, dann seht ihr es. Es ist Bullshit. Es ist absoluter Bullshit von YouTube. Das Video enthält nichts, was auch nur annähernd irgendwie gefährlich ist oder so. Aber hey, YouTube halt. Also, guckt euch das Video. Danke. Ist das Level permanent so aufgebaut, dass ich einfach nur in S-Form hier durchlaufen muss? Das ist großartig. Macht echt Spaß. Bam. Ich weiß nicht, was für eine Reichweite ich habe. Die ist sehr strange. Ich würde gerne irgendwie eine Pistole oder sowas mal bekommen. Kann ich irgendwas bekommen? Irgendwas Neues? Es macht, geht so Spaß. Was eine toll designte Welt. Ich bin echt froh, dass ich mir dieses Spiel geholt habe. Wer auch immer aus meiner Community mir das Spiel gekauft hat, tut mir echt leid. Für fucking 17 Euro kannst du dir Witcher 3 Game of the Year Edition holen, wenn es im Angebot ist. Ist vielleicht ein bisschen besser als das hier. Was dampft da? Was muss ich denn machen? Was ist überhaupt meine fucking Aufgabe? Kann ich ins Wasser springen? Ich kann nicht schwimmen. Mit Leertaste kann ich ganz, ganz, ganz langsam nach oben. Ach du Kacke, dauert das lange. Ertrink ich gerade? Naja, ertrink gerade. Das war schade. Ah, hier hätte ich hochlaufen können. Evil Spirits.
Wieso ist jedes trashige Horror-Game immer ein Open-World-Spiel, wo du gegen irgendwelche Zombies kämpfst? Was ist immer die. Warum ist das mit meiner Webcam los? Holy shit. Das ist 5 Sekunden verzögert oder so. Was geht hier ab? Ist das Spiel. Ja, anscheinend ist das Spiel so unglaublich fordernd, dass mein kompletten PC langsam. I want update, please. Oh, for fuck's sake, dude. Okay, Maus. Das Spiel ist anscheinend wirklich sehr, 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 sehr fordernd. Kann ich verstehen, sieht doch echt gut aus. Exciting Games. Oh mein Gott. Jan. Pferd. Angelika. Das ist bestimmt kein deutsches Spiel. Evil Spirits. Okay, das ist wenigstens so trash, dass wir ein bisschen was Cooles hier bekommen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wir haben was Schönes gefunden. Wir haben was. Oh mein Gott. Sind die nackt? Ich bin mir nicht sicher. Was? Nee, ich bin mir nicht sicher, was ich da sehe. Du hast keinen Sounds. Heilige Scheiße, was? Wo findet ihr immer diese Spiele? Das ist 4-mal der gleiche fucking Dude, Alter. Okay, Yep. Damit ist der Rasen schön. Immer läuft das Spiel ultra flüssig. Okay, ich schätze. Ach, das ist aufgemalt. Ich schätze, ich finde da vorne eine Waffe. Oder auch hier. Hey. Ah. Okay. Wieso sollte ich rein, so, wenn mein Fadenkreuz so präzise ist? Das ist ja komplett dämlich. Wow, okay, die Waffe ist auch nicht so präzise. God fucking damn it, Alter. Komm, ich will dich. Oh mein Gott. Ich meine, es ist ein Spiel. Und es scheint zumindest zu funktionieren. Ich weiß es halt nur nicht, was ich machen soll. Habe ich kein Ziel oder so? Was ist denn. Okay. Ich habe jetzt eine Waffe. Hat das Spiel irgendwie eine Story oder hat das Spiel irgendwas? Was soll ich denn. Wahrscheinlich soll ich da oben hin, oder? Gut, rennen wir mal. Rennen wir mal. Oh, ich kann nicht hoch. Oh, hier kann ich lang. Oh, hier. Ich soll hier gar nicht lang. Heilige Scheiße, Mann. Okay, dann gehe ich da hin lang. Die Musik passt auf jeden Fall zur Dramatik des Spiels. Ich spüre die Action und die Anspannung. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich. Das ist ja schlimm. Wo steht überhaupt mein Leben oder so? Hab ich irgendwie Leben? Heilt mich das Health Pack sofort? Ich habe das Fleisch. Warum hab ich Fleisch? Habe ich ein Inventar? Wer bist du? Keep your hands to myself. Oh, das ist weg. Oh, wenn ich Tab gedrückt halte, release hostages, ist meine Aufgabe. Okay. Welche? Wovon redest du? Bist du ein Gegner? Okay. Immer, es macht zumindest Spaß, dass die Gegner halt so schnell sterben. Es fühlt sich halt relativ realistisch an. Und das ist nicht schlecht, tatsächlich. Oh, goddammit, yes. Okay. Leute, ich glaube, ich habe verstanden, was ich im Spiel tun soll. Ich kann mein Nachladen mit Sprinten canceln. Ich glaube, es ist einfach ein Trickshot-Spiel. Seht ihr den Gegner da hinten? Wow, das hat definitiv gut geklappt. Was zum. Okay, wir haben eine riesige Flasche Wodka gefunden. Das ist genau das, was ich wollte. Kann ich jetzt in die Luft jagen? Nein, kann ich nicht. Ich bin so verwirrt. Okay, da ist mein Ziel. In die Richtung. Das wird mir auf der wundervollen Map angezeigt. Wie schön. Kann ich nicht abknallen von hier? Geht das nicht? Ah, geht doch.
Bam. Oh my god, thanks Tom, I thought you were dead. I thought what you dead. Very well, what you're alive, where are the others? Jan and Angelique, heißen die noch Angelika? Were taken by another to another road, somewhere between the mountains. Okay, you hide somewhere. Ja, das werde ich tun. Warum kriege ich eigentlich Shotgun-Muni, wenn ich keine fucking Shotgun habe? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich auch wieder runter? Soll ich jetzt einfach wieder runter? Really? Kann ich runterrutschen, ohne zu sterben? Ja, ich... Ja, no. Fuck no. Das Spiel kostet 80 Cent und ist besser als das 16,79 Spiel von eben. Wollen die mich verarschen? Ich meine, das ist halt immerhin Gameplay in irgendeiner Form. Schießen macht halbwegs Spaß. Das ist auch scheiße. Made with you, das ist eine Überraschung. Schon wieder ein Spiel. Oh. Okay. You wake up from a car crash, not knowing where you are. Before crashing, you fuck you. I don't give a shit, dude. Dankeschön. Press E to pick up. Oh, fuck you. Press E to pick up. Press E to pick up. Gifts found. 0 von 10. Pistol parts found. Card parts found. Ich sollte Sachen finden. Ist das ein Slender-Klon? Das wirkt ein bisschen wie ein Slender-Klon. Fun Fact: Jemand aus unserer Community, also ein Zuschauer von mir, hat. Hat tatsächlich ein Slender-Remake entwickelt. Und ich denke mir, ich schaue mir das vielleicht sogar demnächst mal an. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben hier drauf. Das ist eine sehr, sehr gute Verbindung, weil das sind schlechte Horror-Games und das vielleicht ein Zuschauer von mir entwickelt. Aber auf jeden Fall, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann schaue ich mir das vielleicht mal an und guck mal, wie der das gemacht hat. Der hat einfach halt das alte Slender anscheinend kopiert und hat einfach ein bisschen neu aussehend mit neuen Mechaniken und so ein bisschen verändert. Und da bin ich ein bisschen gespannt, wie das werden könnte. Was habe ich eigentlich eben gerade eingesammelt? Was ist das hier, was ich einsammle? Weil ich habe immer noch null von allem. Bier? Was zum Fick sammle ich ein? Ich meine, immerhin sagt mir das Spiel, wo Sachen sind, weil ich halt diese weißen Textboxen über die ganze Map sehen kann. Ich kann... Ach du Scheiße, seht ihr meinen Ausdauerbalken unten links? Der lädt sich ja richtig schnell auf. Are you fucking kidding me? Was ist das denn hier? Ein Carpart. Was ist das denn hier? Ein Geschenk. Was bringt mir ein Geschenk? Okay, ich habe ein Geschenk eingesammelt. Warum ist hier ein Fragezeichen? Auf der Map ist hier mir ein Fragezeichen. Die Map, die übrigens sehr groß ist, zeigt mir hier ein Fragezeichen an. Ich will wissen, was da ist. Meinst du das da hin? Nee. Doch? Ach du Scheiße, die Map groß. Kommt der Gegner jetzt wieder? Please fucking don't. Was bist du? Was? Wieso ist hier ein Fragezeichen? Was ist hier denn? Ich bin verwirrt. Was soll ich hier machen? Genau hier ist ein Fragezeichen. Ich kann nicht mal rein. Emergency. Wie komme ich da rein? Ich kann nicht fucking sprinten, okay. Goddammit. Alter, hört der Zaun irgendwo auf? Der Zaun ist fucking überall. Ah ne, hier. Okay, wahrscheinlich kann ich da hinten irgendwie rein. Würde ich gerne. Weil ich würde gerne wissen, was für ein düsteres Geheimnis es sich in diesem Gebäude da befindet und so. Ich kann nichts machen außer sprinten und springen. Und springen ist einfach nutzlos. Ja. Yeah. Das ist einfach ein schlechtes Slender. That's it. Oh, nö. Ja, was soll ich denn machen gegen dich? Press. Kann ich irgendwas drücken? Bist du ein anderes Monster? Nee, bist du das gleiche.